Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV. Es ist wieder soweit, eine weitere Folge Let's Play Together the Forest. Wie ihr seht, wir sind wieder mitten im Geschehen. Ich habe hier schon wieder eine Alte auf dem Hals, am Hals. Auf dem Hals. Genau, wieder mit dabei ist natürlich auch wieder Kodiak, der alte Hallo! Leichenfledderer. Ja, ich bin die ganze Zeit nur am Leichen auseinandernehmen, Dann muss man eben kurz hier die Waffe wechseln. Jetzt sage ich auch noch schnell. Schon wieder keine verletzt Ahnung. hier. Ja, wie ihr seht, die rennen uns hier tagtäglich und natürlich auch in der Nacht die Türen hier ein. Aber wie ihr seht, hier ist alles voll. Gollum ist auch wieder da. Ja, du Lappen, ey. Zack. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt so langsam dabei, Pfeile herzustellen, dass wir auch auf Distanz ein bisschen kämpfen können. Haben überlegt, ob wir ins Lager eine Art Plattform bauen, dass wir uns quasi in der Nacht bzw. auch tagsüber einfach besser verteidigen können. Ja, Danny ist fleißig dabei, die Auf Körper drei Feuer auseinanderzusehen. die Genau, wir haben nochmal. Körperteile zu Also hier grillen. liegt alles voll mit diesen komischen Menschen. Wir haben hier unsere quasi unsere Knochenfabrik. Alter, das sieht aus, ey. Ich will deine Beine haben. La, 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 Der la, la, Leichenfledderer la. Kodiak. Ja, es ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, wir haben uns hier wirklich mal wieder auf einer Schnellstraße von diesen komischen Mutanten-Bitches eingenistet. Ja. Also hier kommen so turnusmäßig, kommen hier immer so, keine Ahnung, 5, 6, 7 Typen vorbei, die dann unbedingt in uns kämpfen wollen. Haben wir definitiv ein Talent für. Ja. Ich baue jetzt noch mal so ein paar von diesen, wie heißt es? Vogelhäuschen, damit wir mal ein paar mehr Federn bekommen. Ja, Was denn geile da? Idee. Ich bin ein bisschen am Brennen, alles gut. Hier. Müssen nur dran denken, dann dürfen wir natürlich auch nicht mehr die Was? Bäume fällen, ne? Ja, nee, also werde ich sowieso nicht. Ist kein Problem, ich kann mir sowas merken. Genau. Hallo, Ein trinken. Go, go. Vogel. Trink die ekelhafte Zack. Gammelbrühe. Köstlich. So, nein, das wollte ich nicht. Bitte. Mach mal besser. So, hier diese gute Dame noch mal kurz mit rein. Moin, moin. Hier ist ihr Schlachtplatz. Dankeschön. Schön, dass ihr mit. Schön, dass Sie mit uns feiern. Oh ja, Junge, stell dich nicht so an, ey. Das ist ein bisschen Feuer. Also wir brauchen auf jeden Fall, oder ich brauche auf jeden Fall eine ganze Menge Tücher. Kannst du das nochmal probieren, mir die drüber zu geben? Ja, Also dann jetzt. du wählst das Tablett aus beim Kombinieren und packst da einfach dann das Tuch. Warte, ich guck mal, ob das überhaupt geht. Ja, einfach Rechtsklick aufs Tablett, Rechtsklick aufs Tuch und dann hast du es in der Hand. Okay. Jetzt habe ich den Kopf genommen, ey. Wir hatten nämlich die Idee, dass man eventuell mehrere oh, Knochen. Mehrere Knochenrüstung eventuell anziehen kann, was dann halt dazu führen würde, dass man ein bisschen mehr Schutz hat. Aber das wird sich natürlich Soweit zeigen, die ob das Theorie. tatsächlich so ist. Das ist genau, soweit die Theorie. Ich komme mal, wo bist du überhaupt? Da bist du. Ich komme mal zu dich. Ah, nee, ich muss erst was essen. Erstmal was essen. Oh, wir haben ja nicht mehr so viel. Wir haben gar nicht mehr. Hol ich noch mal wieder ein paar Fischis. Fischis. Ich meine, gut, wir haben auch noch ein paar Fische hängen, also ist jetzt nicht das Drama und die Fische sind ja relativ schnell trocken. Das passt schon. Aber ich komme jetzt trotzdem mal zu dir. Also der Bogen ist auf jeden Fall extrem strong. Ja. Wenn man da einen Kopftreffer macht, dann sind die Viecher teilweise instant down. So, würdest du mir jetzt bitte mal eben kurz ein bisschen
Habe ich einen Stoff gegeben? Ja, also Tablett, Stoff drauf. Wie viel denn? So viel wie du entbehren kannst. 30, 40, ich bin leer. So viel habe ich auch nicht, mein Friend. Oh, ich hatte immer mal 70 oder 80, aber da bin ich gestorben. Ich danke Ihnen. 13 Stoff, das ist doch super nett. Ja, ich habe Da ja würde ich mir noch, nämlich jetzt auch. hab noch 12, Ja? so bin ich zu dir. Ja, hauptsache. Weil leise ist schon da. Ja, leider, Lütja. So, und diese Vogelhäuser auch hier drauf basteln. So, jetzt habe ich nämlich eine Stocktasse gebaut. Die gehen ernsthaft Eine hier Stocktasche an diese gebaut. Holzstumpen. Sind die auch dran? Wieder Stöckis sammeln. Hast du diese Stöcke sammeln will? Die sind hier wirklich rar. Ja, auch noch im Baumfeld an die Stämme hin. Also das kann ich. Ja, es funktioniert tatsächlich so. Also die Knochenrüstung kannst du mehrfach tragen. Was? Dann sollten wir uns auf jeden Fall nochmal irgendwo ein paar Tücher besorgen. Das heißt, wir müssen irgendwo dahin, wo es Koffer gibt. Ja, oder halt wie gesagt an diese in diese einheimischen Dörfer, Ja. wo Ja, du aber halt. das ist nicht so viel Tuch. Ja gut, kommt drauf an, je nachdem, was du da abhaust, ne? Ja gut, aber das ist pro von diesem Fackelding da ein oder zwei Tücher. Wenn du einen Koffer splashst, dann hast du, glaube ich, auch gleich mehrere. Also ein Also, kleines wie Gollum. viele Pfeile habe ich ja jetzt überhaupt noch? Oh, ich glaube, ich habe nur noch drei Pfeile. Das ist ein Problem, hä? Noch ein Problem? Geh weiter. So. Stehe ich genau vor einem Jetzt ist Scheiß. natürlich die Frage, also ich habe ja, Oh, der war ein bisschen weit geworfen. ich habe ja die dicken Scheiße. Pfeile gefunden, die, Hier ist ein Reh übrigens. ja, scheint, wir haben Futter brauchen, um Futter brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Dafür lohnt es sich nicht, das Ding zu Ich habe meinen Speer so weit geschmissen, dass ich ihn jetzt verloren habe. jagen. Zum Glück nehmen wir das nicht auf, ey. Ja. Ja. Aber Glück gehabt, haben wir mal. Ja. Ach ja. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, uns zu gucken oder Oder auch über nicht. uns, über, oder über uns zu lachen. Oh yeah, Weitsprung! Und nein, da hat's den Kanon. Also ich bin mal gespannt, wie sich das gleich mit den Pfeilen zeigen wird, weil meine Carbon-Pfeile sind jetzt gleich langsam vorbei. Das sind Carbonpfeile. Ja, die habe ich ja in so einem Koffer gefunden. An einigen Lagern findest du in den Koffern Pfeile. Ich dachte doch, am Anfang habe ich doch immer mal gesagt, ja, was soll ich jetzt mit Pfeilen? Ich habe nicht mal einen Bogen. Ja, das war vor 8 Folgen oder so. Ja, genau. Meinst du, das merke ich mir? Du kannst ja Ja, nicht mal merken, wo also. die Vogelhäuser stehen. Also, sorry. Ne? Wieso? Was soll das heißen? Ich weiß doch, wo die Vogelhäuser stehen. Naja, wie viel haben wir denn jetzt? Vier. Drei. Passt. Hä, du hast nur zwei gebaut? Wie lusch ist das denn? Enemies. So, die Blume da nehme ich mit. Du kannst mal eher hier hinkommen und die Vogelhäuser mit aufbauen. Aufbauen. Ja, brauchen Holz, brauchen Stöcke. Ich suche gerade Stoff für uns. Stoff, Floschi. Wir brauchen Stoff. Ja, das können wir auch noch machen, wenn wir zusammen losziehen und die eingeborenen Dörfer auseinandernehmen. Ich habe nämlich jetzt hier Koffer gefunden. Zwei Stoff gesammelt. Oh, jetzt fängt es auch noch an. Ja, es fängt an zu regnen. Dann werden mal die Schildkrötenpanzer wieder voll. So. Also das mit diesen Schädelfackeln, das hilft irgendwie nicht gegen diese komischen Typen. Nee. Wir können auch mal wieder anfangen, so ein paar Fallen aufzustellen.
Ja, also grundsätzlich ist das natürlich eine geile Sache, aber ich neige dazu, da selbst reinzulaufen. Die ist ziemlich groß, die Falle, die wir bauen würden. Wie Ja, wenig das säst habe ich du? gemerkt, als ich da mal reingelaufen bin. Die war auch sehr, sehr, sehr tödlich, war die Wie da. viele Tode hast du eigentlich mittlerweile schon? Boah, du bist so 36? 36,5, ja krass. I'm so fucking awesome! Ja, really, really awesome. So, jetzt mach ich nochmal hier. Ohne Witz, diese. Also, Stöcke sind hier echt. Ja, ich bringe Stöcke mit. Ich bin hier jetzt in der Zone, wo man etwas besser Stöcke findet. Und da ich jetzt eine Stocktasche dabei habe, bin ich gespannt, wie viele da reinpassen. So, Hasi. Leer Hasi. Oh mein Gott! Was? Ich habe irgend so einen Zombie-Mutanten hier gesehen. Der hat sechs Beine. Ja, bring den ruhig mit. Oh nö, ich will nicht gegen ihn kämpfen. Irgendwie, was müssen wir mit der Tür irgendwie machen? Also so eine Holztür, die kannst du eigentlich echt. Kannst du direkt in eine Tonne kloppen. Oh, der sieht ein bisschen komisch aus. Ich bin weg. Kann man das hier kaputt machen? Nee. So, wo muss ich denn jetzt noch? Ach, Stöcke brauche ich noch. Okay. So. Alter, ey. Komm mal zurück und bring ein paar Stöcke mit. Wie viel habe ich da jetzt überhaupt? Oh, ja, einen ganzen Rucksack voll. 11 habe ich jetzt schon. Ho! Uiuiuiui. Oh, Aloe Vera. Noch mehr Aloe Vera. Sauber! Läuft hier. So. So langsam kriegen wir hier auch ein bisschen Medizin. Nice. Es geht bergauf mit uns, weißt du? Es geht bergauf. Wir haben immer noch keine Ahnung von diesem Spiel, aber es geht bergauf. Und das sind einfach die Sachen, die sind wichtig, weißt du? Das ist einfach wichtig auch fürs Ego, ne? Richtig, richtig, Man richtig. muss halt auch hin und wieder einfach mal einen Erfolg haben, weißt Richtig. du? Ja, richtig. Ja, genau. Ja. Und das ist ja super nett, dass unser Sorry, ich habe Tisch gerade auch. telefoniert. Was hast du da? Ja, ich hab nur über deine Mutter. Also. Hey. Ey. Hey. Lass meine Mutter aus dem Spiel und ich lasse deine aus dem Auto. Aus dem Kofferraum, Entschuldigung. Nein, den habe ich verkackt. Oh, jetzt will ich. Also mit der Stocktasche kann man mal eiskalt 20 Stöcke transportieren. Das ist natürlich schon dezent geil. So, wo sind denn jetzt nochmal wo ein paar Koffer? Ich könnte nochmal so zwei, drei Köfferchens gebrauchen. Ja, auf die ja. Kann man nicht eventuell auch Stoff einfach irgendwie herstellen? Ist das nicht vielleicht möglich? Ich meine, wäre jetzt zwar irgendwie unlogisch, aber. Ja, doch. In der Nase. Da ist wieder ein Teich. Ein paar Fische schießen. Na. Nicht verarschen? Gut, dass das keiner sieht. Ja, alle treibe. Oh Gott, zwei Krokodile direkt neben mir. Echt? Ja. Ich komme jetzt mal zu dir. Wofür brauchtest du jetzt die ganzen Stöcker? Zum einen für Pfeiler, zum anderen für die Vogelhäuschen. Okay, ich guck Die brauchen mal. ja Hast auch, du brauchen ja die auch. schon aufgestellt, also aufgehangen? Dann kann ich die so vollenden. Was brauchen die überhaupt? Ich glaube, vier oder fünf Stöcke, einen Baumstamm. Aber ich glaube, die habe ich jetzt sogar fast fertig oder sind sogar fertig. Aber acht Baumstämme brauchen wir noch. Keine Ahnung wofür, aber irgendwas wird gerade noch gebaut. Dann hacke ich mal hier einen Baum. Aber Stöcke sind immer richtig. Ja. 20 Haben Stöcke wir eigentlich ist. schon ein Stocklager gebaut? Ich glaube nicht, oder?
Ja, könnte ich mal eben, mach ich mal. Gebe ich mal Ja. einen Auftrag. Gib mal einen Auftrag, du. Ich komme dann gleich und mach das fertig. So, wenn das gleich alles steht, dann sind wir auch beide ausgeschaltet mit einem Bogen, dann können wir echt mal irgendwo losziehen. Ja, gib Zumindest mal mal. eine Hand. Eine Hand, Zumindest mal für die weißt du? nächste Folge. Aber ich glaube, in dieser Folge werden wir es natürlich mal wieder nicht schaffen. Aber diese Hasen hier im hohen Gras zu sehen, das ist auch eine Kunst. Das hat gut geklappt. Und ich soll gehen. Wo ist der Hase denn da? Alter, ist das dein Ernst? Boah, der hier das Vogelnest an so einem Stummel, ey. Ich glaub das nicht. Ja. Geil, sehr gut. Guck mal, so, wo haben wir denn jetzt noch? Nee, die Holzstämme brauchen wir für die Palisaden drüben, in meinem alten Lager. Okay. Da siehst du ja, da hinten ist ja noch der Hammer, das ist halt ein bisschen doof. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Stoff ich gesammelt habe. 22, da mache ich mir erstmal zwei, drei Knochenrüstungen. Zwei? Wie viel kann man denn tragen? Also, glaub, unendlich. Stoff ist unproblematisch. Ach so, ich sitze jetzt Stock fast. Lalalala. So. Ach, jetzt ist so ein Stocklager schon gebaut, also ich. Nee, ich habe es noch nicht in Auftrag gegeben. Oh, das mal hier hinter das noch ein Lager. Was war da gerade noch? Ich weiß, ist man Fisch oder sowas hier. Fisch. I. Essen. So richtig erkennen, welcher Fisch roh ist und welcher schon. Hat es nicht gerade geregnet? Ja. Wieso haben wir kein Wasser? Oh. Muss doch auch irgendeine andere Möglichkeit geben, Wasser zu generieren. Das ist doch jetzt für den Arsch. Dass man irgendwie. Ah, ich guck mal eben. Da muss es doch irgendwas muss es da noch geben. Wassersammler, Trockengestell. Pfeilkorb wäre auch noch mal irgendwann interessant. Aber solange wir jetzt nicht genug Pfeile haben, ist es Ach natürlich. hier, ganz Was? am Ende ist auch so eine Totems. Vielleicht sind das diese Totems, die man aufbauen soll, damit die nicht mehr kommen. Wo ganz am Ende? In diesem Buch, mit dem du Ah, warst. ja, sehe ich. Armtotem, eigenes Totem, kleines Totem, großes Totem. Wir können ja mal ein großes Totem bauen. Sechs Steine, neun Hände, vier Beine, neun Köpfe! Alter, was ist das für ein riesiges Ding, ey? Und das kommt. Ach, scheiße, das wollte ich gleich nicht. Das kommt mal direkt. Vor den Eingang. Ja. Also natürlich, jetzt sind natürlich keine Zombies mehr hier, ne? Das ist ja natürlich mal wieder typisch, weißt du? Und wir brauchen wieder Also, Stöcke. Stock, ich Stock, brauche noch meinen Stock. Schildkrötenpanzer. Ich habe nämlich gerade noch einen mitgebracht. Waren es natürlich die. Hier lagen noch draußen bestimmt noch irgendwo Typen, oder? Was doch nicht alle auseinandergeklappt, oder? Nee, aber die gehen ja auch irgendwann weg. Das wäre ja kacke, wenn die ganzen Leichen immer hängen bleiben würden. Das wäre ja total für eine Popo. So, Stock haben wir. Wir brauchen noch ein Steinlager. Das müssten wir auch nochmal bauen. Was ist denn für Pfeile? Hier ist es hin. Also, wenn man die Vögel abschießt, verlieren die auch Federn. Man muss nur schnell genug hinterher. Ja, good to know. Jetzt habe ich auf jeden Fall zu viel Vögelchen. Vogels kann man nicht aufhängen, ne? Ich würde mal eine Feuerstelle bauen. Ja. Wenn ich nur wüsste, wie rum die muss. Ich glaube so rum. Wird so langsam wieder dunkel. Ja. Die Nacht bricht herein.
Das ist cool, wenn man die Werkzeuge und Waffen mit dem Mausrad irgendwie durchscrollen könnte. Jedes Mal muss ich wieder in dieses komische Inventar rein und dann die Waffe einzeln auswählen. Wir brauchen auf jeden Fall Steine dafür. Oh ja, so ertrinke ich. So, wo ist das? Ich will noch mal trinken. Das gibt's noch nicht. Oh, köstlich. Ah, lecker Wasser aus dem Teich. Herrlich. Auschgenuss. Ach, da rennt einer rum, ja. Was ist denn? Okay. Ja, auch so. Vielleicht kann man da mal etwas effektiver die Körperteile verbrennen. Ja, das geht mir mit dem Feuer, geht mir das auf den Sack, ey. Das ist Hey, was hast du nervig. denn? Was ist hier drin gewesen? Ist das schon verbrannt, das Fleisch oder was? Das kann sein. Wahrscheinlich war es Zombiefleisch. Nee, ich hatte da zwei oder dreimal Vogel reingeknallt. 68 Steine. Geil, ist auch wieder So ein ein ganzes Mammutprojekt, Projekt. du. Also ich muss gestehen, die Natur ist mir einfach zu dunkel, weißt du? Einfach zu dunkel. Tschüss. Mehr Steine. Drei, drei, vier. Ich brauche eine Steintasche immer noch. Verdammt. Kann ich die nicht langsam mal bauen? Ne, ich brauche ja diese komischen Aber noch Steinbeutel. Schelle müssen wir jetzt haben, oder Das nicht? ist Ich glaube, keine das Ahnung, was das haben für ein Fell ist. wir. Zwei Steine. Arme müssen da auch dran. Ja, Genau. Arme, Köpfe, Beine, ganze Programm. Und Steinis. Ich glaube, die wissen mittlerweile, dass wir, was wir vorhaben und kommen nicht mehr spenden. Das ist nämlich eine Schweinerei. Ja. Ja, und jetzt? Muss ich jetzt irgendwie den Kopf aufspießen oder was? Noch ein Kopf hier aufgehängt. Oh, da ist ein Spender. Ein edler Spender. Boah, ich dachte gerade, der Spender ist in unserem Lager. Oder kommen noch mehr Spender, habe ich so das Gefühl. Bogen ist Wir können ausgewählt. zugucken, wie ich jetzt den Kollegen aufspieße. Hallo, wo seid ihr? Da rennt Hallo? einer. Ja, du auch. Bist aber auch ein hässliches Exemplar. Gib mir mal einen Pfeil, du blöde Kuh. Oh, nee. Boah, also ohne Feuerzeug? Ey, ich hau auf den Kopf und der Arm fällt ab. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Das ist schon sehr witzig gemacht. War echt schon asozial, dieses Spiel. So, 20 Steine noch, dann steht unser Ofen. Ja. Und dann werden Körper in großem Stil verbrannt. Ganz großes Stil. Ganz großem Stil. Das hört sich nach einer Unternehmensgründung an. Oh yeah. Wir verbrennen Mutanten.de. Hier kommt auch nochmal ein Kopf GmbH. dran. So, zack. Und der kriegt auch noch hier noch einen Fuß dran. Und hier kommt ein Arm dran. Das sieht toll aus. Das ist doch ein Meisterwerk hier. Geht das an. Och, Oder? Kann man das das noch Schicksal. anzünden? Ist Noch das Teil schon anzünden? fertig oder was? Ui. Ja, Wieso man hast du kann denn kein das. großes Totem gebaut? Aber kann er mit einem Arm schlagen? Das sehe ich auch noch nicht.
Das ist jetzt einfach eine Eigenkreation. Ach so. Aber dann verbrennt das doch jetzt die ganze Zeit das Totem, oder? Weiß Naja. ich nicht. Keine Eventuell Ahnung. ist das ein Schutz für eine Nacht. Das kann natürlich sein. Oh, hier ist eine Schildkröte. Na, wir haben genug Hallöchen. Panzer. Wir haben genug Panzer. Ja, die Zeit ist auch schon wieder um. Wir sind am Ende dieser Folge. Oh. Tja, viel geschafft, beziehungsweise viele Ausflüge haben wir jetzt nicht gemacht heute. Wir sind immer noch im Aufbau des Lagers. Trotz alledem hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wir würden uns über ein kostenloses Abo von euch freuen. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Hobby Ciao. Noise! Ciao!